In diesem Video zeige ich dir, wie du die Zombies in Liberty Falls tanzen lassen kannst. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und um keine Zeit zu verlieren, kann es jetzt auch direkt mit der Lösung zu diesem Easter Egg losgehen. Zuallererst begibst du dich zum jetzigen Spot und dort angekommen suchst du eines der beiden Ferngläser auf. Welches du zuerst verwendest, spielt übrigens keine Rolle, da du letzten Endes durch beide Ferngläser schauen musst, um dieses Easter Egg auszulösen. Beim Fernglas angekommen wird es als nächstes deine Aufgabe sein, den Zombie auf dem Berg zu finden. Und während ich das mache, erkläre ich dir nebenbei noch, welche Zombies durch dieses Easter Egg außer Gefecht gesetzt werden. Zum einen gehören dazu die ganzen normalen Zombies, aber auch die Malma. Auf die Krabbelfiecher und Scheusale hat dieses Easter Egg aber keinen Einfluss. Behalte daher diese Info im Hinterkopf, wenn du dieses Event auslöst. Und nachdem du das Zombie zweimal anvisiert hast, sollten beim Verlassen zwei lila Lichter zu sehen sein. Dadurch wird letzten Endes das Easter Egg getriggert und sollte dir das Video gefallen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Wie gewohnt kannst du jetzt meine Playlist zu allen Easter Eggs vom Zombie-Modus unten links im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!